So, seid gegrüßt, es ist ein Tag vor Silvester. Ein Tag. Ein Tag noch. Aber wir dann knallen trotzdem noch. Aber okay, dann geht's los. So, dass man ein bisschen vorgeglüht, schon für Silvester. Ich nenne es Magic Mango. Soll ich nochmal mischen? 7. Was? 5, 6, 7, so. Das kenne ich gar nicht. 22? Ja. Ah, nicht hier drauf. Also, so. Au! Das tut weh. Ja! Ja, warte! Ja. Jetzt hier aufgemacht. Die Kreuzenflaschen sind besser. Ja. Das war ja nichts. Junge, das Suff morgen. Morgen wird gesoffen. Ich soll nicht so viel saufen. Morgen wird gesoffen. Junge, ich will meine Hände noch behalten. Ich will, dass du dich in die Luft jagst. Ja. Ja! Das mal eingekauft für morgen. Also zu Hause habe ich schon eine halbe Flasche feinsten Wodka. Ich habe mir jetzt persönlich auf meinem Lieblingsgeschmack Sandron Likör geholt. Eine kleine Bulle. Das schmeckt. 17% und der Mann hier steht auf Berliner Luft. Wirst du noch mehr Suff am Start haben morgen? Naja, wir haben viel. Aber nicht genug? Ich will die Hand nicht wegspringen. Also ich feinste Berliner Luft. Jag dich in die Luft! Abonniert meinen Kanal. Ja, wie wär's, wenn du mal was sagst? Ich will kann man mal trinken. Na, das höre ich doch gerne. Ich muss alles ausschneiden. Ich kann alles umgeschnitten. Teufel. Verdammter Japaner! Ja, so gefällst du mir und den Leuten. Ein Traum. Warte mal, nee, das war nicht im Fokus. Warte mal. Warte, jetzt. Nee, jetzt ja. Feinste Luft. Du Sau! Es war zu viel Luft. Suff, Feuerwerk und die Fanpost, die ich gerade noch in Klatsche abgeholt habe. Wir haben jetzt. Feinste Was? Feinste Zeit. Ja, wir haben jetzt erstmal im Einkaufswagen runter nach Hause befördert. Ja. Oh Junge, wir sind auf der Straße. Finden Sie das legitim, geliebter Bruder? Finden Sie das hier legitim, was wir machen? Ah! Ah, hallo! Ich hab nicht verstanden. Ist das ein guter Mann? Ist das ein guter Mann? Was machst du? Vorsicht mit unserem Feuerwerk! Oh! Finde ich seit 10 Jahren? Also meine Kammernsage an die Studenten machen? Fickt euch, ihr Nutteil! Was rot, deine Rappel! Pfand standesgemäß hat man zum Rewe gebracht und der letzte Rest Wodka O. Ungefähr 70% Wodka, 30% O. Ja, 100% Wodka, 0% O. Ja, 99% Wodka, der Rest nur O. 88% Seibt, 12% Mu. Yeah. Und
Der Pfand gibt sich nicht von alleine ab. Junge, mein Handy! Junge, jetzt hör doch mal auf, das ist doch kein Zuflug. Ja, jetzt sind wir beim guten Inkognito. Er wird auch gesoffen. Hirnlos. Yeah. War es köstlich? Das ist süßer Dreck. Du sollst saufen und nicht quatschen. Ja. Guter Mann arbeitet auch an seinem Vlog. Raben sind schon aufgeschreckt. So, dass mit dem Mixer hochgejagt. Das ist für mich aber nicht aus nächster Nähe. Das ist mir nämlich etwas zu riskant. Ich verstecke mich hinter diesem Steinwall. Leute sind zum Glück keine hier. Der Mann ist absolut geisteskrank. Alter! Alter! Junge, bist du nie dicht? Die Kamera! Die Kamera! Die Kamera! Ich hab dir gesagt, du sollst nicht so nah dran legen. Scheiße! Hier, und ich hab genau gesagt, dass das passiert. Nur das Glas ist weg. Alter. Die Kamera ist im Arsch, oder? Jo, Alter. Alter, die Kamera ist im Arsch. Ich hab's gesagt. Scheiße. Alter, fuck! Junge. Boah! Ist das krank! Okay, die ist im Arsch. Scheiße! Naja, ich kann nur hoffen, dass die Speicherkarte noch drin ist. Das. Scheiße. Naja, Statement? Naja, das war es auf keinen Fall wert. Scheiße! Alter! Bist du verrückt? Ja! Los! Es war kein Feuerball. Schwinde! Ist gut. Es wird eine Weinflasche, also Glühwein hochgejagt, Alter. Nein. Und jetzt diesmal steht sein Handy dort als Danger Cam. Mal sehen, wie das wird. So, geht los. Oh fuck, was geht denn ab? Maske auflassen. Oh, das war krass. Geht's zum Handy? Gut. Okay, das ist von der Flasche übrig. Also das ist jetzt übrig geblieben? Das ist nicht die Flasche, das ist eine Bierflasche. Das ist ja. Das ist alles, was übrig ist. Nice. Alles andere ist weg. Bitte nicht so laut, wir sind ja in der Straßenbahn. Man merkt in deinem Geschwätz, dass du zu wenig gesoffen hast. Ja, da hast du recht. Junge, was machst denn du? Naja, wir sind ja gerade in der Straßenbahn, wir sind gerade in die Knallpfeife hier. Haule der Bahnfahrer! Ja, ist ja gut. Müssen wir jetzt hier raus? Nein, wir müssen erst. Doch, doch! Nee, wir sind ja 11, oder? Ja, nein, sind wir nicht. Wir müssen raus. Junge! So, an alle Ehrenmänner! Ja. Naja. Ja. Also. Ich sag jetzt nichts dazu, mach mal! Na, filmst du? Ja, klar! Aber du weißt schon, dass der Kette keinen Stiel hat? Dann willst du die nie in der Hand halten? Dann nie einfach wegwerfen! Ah! Was wollte ich jetzt sagen? Bin jetzt beim guten Inkognito zu Hause und die Kamera ist im Arsch. Und das Video, wo die Kamera sozusagen dran glauben musste, ist auch kaputt. Also tot, weg. Ja, das ist richtig. Naja, ich mach mal gerade Bratkartoffeln, damit wir auf unseren Suff klarkommen. Der Pegel ist viel zu hoch. Ja. Um die Uhrzeit zumindest. Alter, wie gucken wir filmen die Uhr? Es ist erst 10 vor 5. Ja, das ist nicht gut. Das geht manchmal schneller, als man denkt. Das Schlimme ist, dass 80% meines Suffs, den ich heute überhaupt habe,
weg ist. Und guckt euch mal diese Zimmerpflanze an. Die Birkenfeige ist völlig ausgetrocknet. Ja, das wird noch gegossen. Der Baum ist tot. Nein, da lebt irgendwann wieder. Der Baum muss weg. Der Baum ist tot, Alter. Ja, der Abend ist gut. Der Abend ist jetzt schon geil. Ich habe Angst um die Müllkanne. Achso, ich würde das eher nicht so sagen. Was ist das? Also. Jo, kommt jetzt zu mir, aber macht schnell. Ihr habt noch eine halbe Stunde Zeit. Wann geht's jetzt? Im Leikos Gör und Karen. Nein. Nice. Dann guck ich mal. Was müssen wir jetzt den Leuten erzählen? Das ist ein Inkognito und Bratkartoffeln gemacht. Ja, na, wir fressen jetzt Bratkartoffeln, weil wir weil wir besoffen sind. Guck mal, mein Wackelkopf von Mortal Kombat. Ich bin ein richtiger fetter Scheißenhirt. Und naja, ich werde jetzt Final Fantasy 15 zocken zu Silvester, bevor dann unser Leben wahrscheinlich durch Selbstmord endet, weil wir. Ja, hast du einen neuen Fernseher? Dazu beziehe ich jetzt keine Stellung. Es steckt eine sehr traurige Geschichte dahinter. Naja, das Problem ist, dass wir zu wenig im Blut haben. Warte mal, ich habe noch ein paar Pfeifen. Bitte nie, lass verschonen. Ein Pfeifen vom Essen noch, Paul, diesen Feuerzeug, warte. Na, verschon mich doch mit diesem Suft. Nee, Alter, es ist Silvester und die nüchtern Wester. Warte mal, ich ruf mal Likers Gören. Du sollst erstmal den kippen, dann kannst du machen, was du willst. Paul! Ja, ja. Gekippt. Ich mach's wieder mal mit dem Maul auf. Ja. Okay. Oh, Alter! Das ist doch nur ein kleiner Feigling. Jedes Mal so eklig, ey. Das ist jetzt mal so köstlich. Oh. Ja, jetzt wird erstmal gezockt hier. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit, um zu zocken. Dann müssen wir los. Wie ist denn der Rübezahl, warte mal. Rübezahl! Scheiße, Junge, das andere Likör, ich hätte eine große Flasche kaufen sollen, fast alle. Gibt dir dann Hannibal zu saufen? Na, der Hannibal hat doch sein Eigel zu führen, der hat 3 Flaschen Amaretto oder so, das ist krank. Ich saufe. Like, oh, fuck. Jetzt habe ich nur 2 Schlucke oder so. Ja, ich meine später rein. Ich habe nur 23 Minuten zum Filmen, das reicht. Dieser Bastard, wieso geht er mir ran? Alter. Wo ist denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist. Warte, ja, sorry, ja. Scheiß. Der Sandernlikör. Film mal das Vieh. Junge, wir haben das Vieh gerade erlegt. Du hast es erlegt. Von Final Fantasy 15, das ist übelst krank, das Ding. Eine monströse. Warte doch mal. Ja. Also wir haben jetzt die Flasche Sandernlikör auch noch ausgesoffen. Ja. Ja. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Ja. Ich will ja auch einen Vlog machen, aber ich bin völlig fertig. Naja. Geil, Mann. Like of Skill kommt jetzt gleich. Der hat schon geklingelt. Der kommt jetzt gleich rein und ich bin beim Inkognito, Alter. Was hier schon für legendäre Videos gedreht wurden, das ist krank. Ich bin hier auf dem Scheißhaus und hier steht einfach eine Flasche Honig und eine Flasche Apfelessig. Fuck, Alter. Nice. Hände werden natürlich nicht gewaschen, denn ich das ist sauberer als mein eigenes Glied. Alter, Bastard! Sag doch mal hallo, Alter! Kopf! Jo! Oh, das war ein wenig. Sag doch mal was an die Fans! An die Fans! Ich stinke noch schon! Ah, okay, nice. Also, der Liker. Mach mal auf, bitte, ich hab rutschige Hände. Na, halt mal fest! Also, der Liker gönnt sich doch mal einen kleinen Feigling. Genau. Für die Fans natürlich. Ist ja nur ein kleiner, aber ist sein erster Suff.
Hau es irgendwo in die Ecke. Nice. Sag mal was. Ich stinke nach Scheiße. Du Hund! Was? Du Hund? Was ist denn der Sinn des Abends? Der Sinn des Abends ist, alles wegzusprengen. Ganz Dresden. Die Luft zu sprengen und der Baum ist natürlich weg. Na, du bist Bescheid. Box mal den Boxsack. Box ihn wund, box ihn weg, Alter. Box den Sack! Box den Sack! Da ist er weg. Hier, der ist tot. Au! Oh, in 3 Minuten kommt die Bahn. Ich habe meinen letzten Feigling. Magic Mango. Incognito, like us, girls, in einer anderen Haltestelle. Ich bin aus Versehen weitergegangen. Eigentlich haben wir uns um 6 verabredet am Bahnhof, am Wasserplatz. Mit Elias, Freddy und so. Die waren aber einfach nicht da. Jetzt warte ich auf die Bahn und wenn die Bahn kommt, dann bin ich bei meinen Freunden. Ich bin betrunken und das ist einfach nur schön. Ich hoffe, ihr habt alle auch so ein schönes Silvester. Jetzt werde ich angerufen, ich muss jetzt rangehen. Was? Junge, das Abend sein aus! Wer freut euch, ich lieb! Sein Freitag verlassen! Alter. Junge. So, jetzt hörst du neu und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist schweinekalt, ich habe meine Handschuhe verloren, ich habe meinen Schlüssel verloren. Ich weiß nicht, ich komm nicht mehr klar. Was ist los? Oh, Junge, was macht? Lass mal aus! In die 75! Mehr Bier! Junge! Was eigentlich jetzt auf diesen terroristischen Anschlag? In den Bus! Statement? Warte, ich muss da vorne rein! Nein! Oh, das ist verrückt! In den Bus! Junge! Statement? Nein! Moin! Wie war das? Moin! Das hat mich abgeschreckt! Erzähl mal was Schönes! Oh, es ist so kalt! Yeah. Gottes Willen! Also hier geht's ab, das ist ja nie zu fassen! Erzähl mal was über Silvester! Naja, ich bin froh, dass du hier bist, Schatz. Du machst nämlich kein Blöd. Ja, hast du vollkommen recht. Schau dir den Elias-Turm. Das Gambrinus ist sehr köstlich. Aber die Böller sind... ich distanziere mich. Wieso wirfst du die immer weg? Die muss man in der Hand hochgehen lassen. Ach so, das hast du nicht gesagt. Jetzt live aus dem Partyzelt der guten Frau. Zu späterer Stunde ist es gegen 22:30, glaube ich. Ich bin in der feinsten Suff. Wie bitte? Es ist um 10. Also, ich habe zwar keine Feuerwerkskörper mehr, aber ich habe Suff gefunden. Oh, das ist voll. Du sollst ja nichts mehr trinken hier. Du Spast? Was ist los? Du solltest nichts mehr trinken. Warum? Weil du schon besoffen bist. Oh ja.
Warum spielt denn das Weihnachtsmelodien? Es nervt einfach. Alter, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das hat aber keinen Ein- Ausschalter, das ist so eine Art Kerzenleuchter, Alter. Leute! Nee, lass! Mutti! Lock niemanden an, wie bitte! Wie macht man das aus? Wie macht man das aus? Wie macht man das aus? Kannst du kloppen bloß aus? Der Basti hat mich ausgesperrt, ich komme nicht rein, der hat mich innen zugelegt. Gib mal her, bitte, das mal in die Plastiktonne. Die Männer haben uns das hier reingestellt, weil das den Haus noch fest ist. Auf die Wiese irgendwo. Das ist nervig, immer habe ich diesen Ton im Ohr. Ich dachte vorhin schon. Link zu dieser Leuchte in der Beschreibung. Und Link zum Ramazzotti auch in der Beschreibung. Das ist wunderschön. Max, ich habe gerade gesagt, dass du nichts groß trinkst. Musik? Schieß dich nicht schon wieder ab mit dem Ginger Ale. Gottes Willen. Ja, ein Gläsel darf ich mir noch genehmigen, hat der liebe Freddy gesagt. Das hat er gar nicht gesagt. Das hat er gesagt. Peter, guck mal, der Maxi trinkt schon wieder. Ich trinke nicht. Gesehen. Nee! Ja, das reicht noch. Mach das Ding jetzt zu. Nee, immer so nah, was soll denn das? Was ist los? Oh, Gottes Willen. Erzähl mal den Leuten was über mich. Du bist eine Frau, die mich seit fast einem Jahr kennt. Du bist aber unmöglich. Gib es her. Nee, warum bin ich denn unmöglich? Na, du liegst in der Badewanne rum. nur weil man in der Badewanne rumliegt, ist man dann nicht unmöglich. Wieder raus. Freuen sich. Das ist nicht schön. Siehst du? Das Zelt. Alter, das Zelt wurde eindeutig übernommen. Das bedeutet, der Rest des Ramazzottis gehört mir. Was ist los? Das machen wir nicht. Spast. Ja, mal. Okay, der Ramazzotti ist leer. Scheiße. Naja, du musst irgendwo verstecken. Käse. Wenigstens ist meine Kamera ganz.